Bomben ohne Ende, tausende Tote, seit 4 Monaten mittlerweile Krieg. Und doch sagen Millionen Deutsche, davon wollen wir nichts mehr wissen. Die eigenen Sorgen, die eigenen Probleme, wie das Tanken, die Inflation und so weiter, sind einfach offenbar zu groß. Krieg ohne Ende, aber endet auch unsere Hilfe. Darüber diskutieren wir jetzt hier. Die richtigen Fragen an diese Gäste. An Antje Hermenau, die Ex-Grüne, hier bei uns zu Gast. Sie wirft ihrer Ex-Partei mittlerweile Kriegsstürmerei vor. Anton Hofreiter, der grünen Bundestagsabgeordnete, er sagt, wer Pazifist ist, der macht genau das jetzt. Der schickt eben auch Panzer. Und Peggy Lindemann ist bei uns aus Schwedt. Sie ist Laborantin in der Raffinerie in Schwedt, dort, wo Putins Öl ankommt. Also ihr Job hängt an Putins Öl und sie möchte auch, dass genau das so bleibt. Der ukrainische Botschafter in Deutschland ist bei uns. Andrei Melnyk, der sieht das alles ganz anders und fordert weitere deutsche Waffenlieferungen. Endlich, sagt er. Und H.A. Schuld, der Künstler, Aktionskanzler, ist bei uns. Er ist strikt dagegen, fordert den Aktionskanzler auf. Aktionskanzler, er fordert den Kanzler nämlich auf, der H.A. Schuld, keine schweren Waffen in die Ukraine zu liefern. Ihnen allen schönen guten Abend hier bei BILD, bei den richtigen Fragen. Herr Melnyk, ist gerade schon gesagt, Sie fordern schwere Waffen. Das ist seit Wochen, seit Monaten Ihre Forderung. Keine einzige schwere Waffe hat Deutschland bisher in die Ukraine geliefert. Tragen wir alle hier mit am Tisch damit eine Verantwortung auch dafür, für viele Tote in Ihrem Land? So sehen das meine Landsleute. Und ich glaube, dass auch die Deutschen sich Gedanken machen sollten, ob sie tatsächlich bereit sind, auch diese Schuld auf sich zu laden. Denn dieser Krieg wird früher oder schneller vorbei sein. Und dann stellt sich die Frage, wer war auf unserer Seite und wer hat nur zugesehen. Und es gibt keine Zwischentöne, es gibt nur Schwarz und Weiß und da muss man sich entscheiden. Und nicht nur sagen, nicht nur versprechen, was wir hören, sondern auch wirklich tun und liefern. Und deswegen, davon hängt ab, wie viele Ukrainer nicht sterben müssen. Herr Schuld, sind Sie bereit, Herr Schuld, diese Schuld auf sich zu laden, wie Herr Melnyk gerade sagte? Oder können Sie ihm offen ins Gesicht sagen, warum Sie dagegen sind, gegen neue Lieferungen von Waffen? Herr Melnyk, ich bin ein wirklicher Fan, wie Sie Ihr Land in unserem Land vertreten. Aber ich bin auch ein Bürger dieses Landes. Das müssen Sie einfach verstehen. Und ich habe das letzte Wort von unserer Kanzlerin immer noch in Ohren. Bei Olaf Scholz, da kann ich ruhig schlafen. Sie beide wurden von Ihnen sehr kräftig attackiert. Ich finde, das passt nicht zu unserem Gespräch. Aber laden Sie diese, wie Herr Melnyk sagt, Schuld auf sich? Herr Schuld, wenn Sie jetzt den Kanzler ganz offen auffordern, das sein zu lassen mit Lieferungen schwerer Waffen? Das ist doch völlig blödsinnig. Dieses Argument ist völlig von irgendwo hergegriffen. Kein Deutscher trägt Schuld daran, was in der Ukraine geschieht. Entschuldigen Sie bitte, das ist so eine unmögliche Behauptung, das hier aufzustellen in einer öffentlichen Sendung. Wir Deutsche haben andere Schuld noch zu verteidigen von unserer Generation, zu der ich übrigens fast schon gehöre. Ich bin in dieser Stadt in den Trümmern aufgewachsen. Ich habe die Stalinorgel noch in Erinnerung. Ich war ein Trümmerkind. Berlin sah so aus wie die Bilder, die man jetzt hier von der Ukraine zeigt. Aber ich bin dagegen, mit Waffen zu töten, Herr Hofschön. Da bin ich wirklich dagegen, Herr Hofreiter. Herr Hofreiter, Sie sagen, wenn man sich als Pazifist versteht, muss man jetzt das Gegenteil von dem tun, was Herr Schuld gerade sagt. Dann muss man engagiert sein, dann muss man Waffen liefern. Ich habe mich erstens nie als Pazifist verstanden. Und des Weiteren gibt es bei uns Grünen in dem Bereich einfach unterschiedliche Wurzeln. Auf der einen Seite die Friedensbewegung und auf der anderen Seite aber was die Frage Sie, Herrn Schuld, jetzt? Der Menschenrechte. Und das ist ja total vereinfacht gesagt, denn die Ukraine hat ja den Krieg nicht angefangen. Die Ukraine hat sich ja nicht ausgesucht, sich wehren zu müssen. Und es geht hier nicht darum zu sagen, wer Waffen liefert, tötet, sondern die russische Armee tötet. Sie mordet, sie foltert, sie vergewaltigt. Und wenn man dann sagt, man unterstützt das Opfer nicht, dann ist das schlichtweg unterlassene Hilfeleistung und nicht Pazifismus, sondern Pazifismus ist, wenn man sich für sich selbst entscheidet, dass man sich nicht wehrt. Sagt, aber
das Opfer im Stich zu lassen, ist unterlassene Hilfeleistung. Sagt der grüne Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter. Ich habe Sie gerade schon vorgestellt, ja. Frau Hermannau, als Ex-Grüne. Und Sie wirfen den Grünen jetzt vor, Kriegsstürmerei. Also ich bin schon überrascht über die Heftigkeit, mit der vor allen Dingen die Grünen nach vorne marschieren und verschiedene Panzersorten beim Namen kennen und so weiter. Das ist neu, überraschend. Ich erinnere mich noch, als wir die Situation hatten mit dem Kosovo, Ende der 90er Jahre. Da waren wir gerade frisch an die Regierung gekommen unter Kanzler Schröder. Und in dieser Zeit stand auch die Frage, und ich bin keine Pazifistin, nie gewesen. Und trotzdem haben wir ja ein Viertel unserer Mitglieder verloren in der Zeit, als wir dann entschieden haben, dass wir beim Kosovo Unterstützung leisten. Das ist der Balkankrieg. So, wir hatten ja schon Krieg auf europäischem Boden in den letzten 30 Jahren. Also Sie überzeugt das nicht, wenn Herr Hofreiter jetzt sagt, Mensch, gerade weil wir Frieden schaffen wollen, dürfen wir doch die Ukraine, dürfen wir das Volk von Herrn Melnyk. Also das Argument hatten ja offensichtlich auch die Amerikaner, die seit 2014 ja sehr viel Unterstützung geleistet haben in der Ukraine, die auch Waffen stationiert haben, die Waffen geliefert haben, die Ausbildung gemacht haben. Die Amerikaner haben ja, weil die NATO keine Einstimmigkeit erreichen konnte, von sich aus die Ukraine nach der Krim-Frage in Angriff genommen oder unterstützt. Ich habe das ja erlebt, ich habe damals noch diskutiert mit Leuten von Grünen, wo ich sagte, das kann doch nicht sein, dass die Russen die Krim annektieren, das geht nicht und so weiter, das ist völkerrechtlich völlig daneben. Da kam aus den Grünen rein oft, aber vielleicht auch von bestimmten Leuten nur, naja, das ist ja nun, die muss man sehen, die Russen und so weiter. Ich sage, das wird aber ein Zankapfel. Und habe dann 2015 in meinem ersten Buch, Die Zukunft wird anders, deutlich gemacht, dass ich davon ausgehe, dass die Mauer, die die Deutschen niedergerissen haben, leider in der Ukraine wieder errichtet werden wird. Und das können wir wollen oder nicht wollen, das ist nicht die Frage, sondern das ist vielleicht ein historischer Gang der Dinge, weil man bei der Krim eben nichts gemacht hat. Frau Lindemann, Sie sind in Schwedt beruflich in der Raffinerie, auf die im Moment alle Deutschen ja gucken müssten. Dort spielt sich gerade ja möglicherweise ein Drama ab. Aufgrund der Sanktionen gegenüber Putin werden dort sehr viele Arbeitsplätze voraussichtlich verloren gehen, möglicherweise auch Ihrer. Ihr Job hängt seit 27 Jahren an dieser Raffinerie. Das war ein sicherer Arbeitsplatz dort in Schwedt. War. Wie blicken Sie jetzt da drauf? Haben Sie auch angesichts unserer Diskussion hier den Eindruck, ja, wir diskutieren sehr viel über die Ukraine seit vielen Wochen, aber vergessen so ein bisschen, ja, auf unsere Wirtschaft, also unsere Jobs, auf unseren Wohlstand zu schauen? Ja, ich glaube, das vergessen die Leute schon seit ein paar Jahren, dass wir immer nur ins Ausland gucken und unser Land irgendwie so ein bisschen aus den Augen verlieren. So auch die Renten und die ganzen anderen Sachen, die Kinder sowieso. Ich finde, Deutschland ist ein kinderfeindliches Land geworden, in meinen Augen. Kann ja nur von mir reden, ja. Und jetzt sehe ich auch so, dass das nicht unser Krieg ist. Tut mir leid für die Sachen, die da passieren und dass da Leute sterben, aber die sind ja schon vorher gestorben. Da hat ja der Krieg schon 2014 begonnen und nicht erst jetzt. Herr Hofreiter, nicht unser Krieg. Das ist was man, mein Eindruck ist, zunehmend auf der Straße hört und zunehmend mit längerem Verlauf dieses Krieges. Ausgerechnet hier die Kriegsmüdigkeit, während diese Kriegsmüdigkeit offenbar in der Ukraine nach wie vor nicht vorhanden ist. Die Menschen sind tapfer, die halten weiter durch, aber bei uns kommt diese Kriegsmüdigkeit. Ich weiß nicht, ob sie wirklich kommt. Nee, meiner Beobachtung nach sehen viele Leute eine große Verantwortung und würden sich wünschen, dass Deutschland mehr tut. Aber man darf eins nicht vergessen. Wir importieren immer noch große Mengen Energie aus Russland und überweisen Tag für Tag Millionen von Euro nach Russland, mit dem dieser Krieg finanziert wird. Und damit sozusagen ist es auch unser Krieg. Über die Raffinerie von unter anderem auch über diese Raffinerie. Lindemann. Und natürlich ist es bitter, wenn man in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommt. Und Robert Habeck war ja vor Ort bei der Raffinerie und hat den Leuten auch Lindemann von berichten. Hat den Leuten auch Hilfe versprochen. Sie haben mit Herrn Habeck direkt sprechen können. Ja, und hat den Leuten auch Hilfe versprochen. Hat Sie das überzeugt, was Herr Habeck gesagt hat? Überhaupt nicht. Ja, aber der Punkt ist, es mag Sie nicht überzeugt haben, aber versetzen Sie sich mal in die Situation der Menschen in der Ukraine. Die sterben. Die werden zum Teil ermordet. Die werden gefoltert. Und das, was dort passiert, passiert zum Teil mit unserem Geld. Und das, finde ich, diese Verantwortung kann aber man nicht von sich weisen. Aber wie heuchlerisch das ist, es herrschen doch 20 Kriege auf der ganzen Welt. Und jetzt liegt der Fokus genau auf diesem einen Krieg. Warum retten Sie denn die anderen Länder nicht und die anderen Kinder, die da täglich sterben? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Warum retten wir denn eigentlich nicht 14.000 Kinder, die jeden Tag verhungern auf der Welt? Wo helfen wir denn da? Da könnten wir schon längst helfen. Haben Sie, wir sehen hier gerade noch mal im Hintergrund, Frau Lindemann, die Bilder von dem Besuch von Robert Habeck, den Besuch, den Anton Hofreiter gerade angesprochen hat, den Sie aus nächster Nähe erlebt haben, wo Sie gerade gesagt haben, das hat mich nicht überzeugt. Warum nicht überzeugt? Na, weil sein Plan auf dem Papier steht.
der funktioniert auf dem Papier. So wie ein Fußballtrainer seine Mannschaft aufstellt, auf der Tafel funktioniert das, wenn da drei hinrennen und zwei zurück. Also Sie glauben halt, wenn das Öl, wenn Putins Öl weg ist in Schweden, dann funktioniert ist da in nicht. Nein, wir werden nicht wirtschaftlich arbeiten können. Also wir werden maximal 50%, 60% Auslastung haben und das guckt sich doch keiner lange an. Und diese versprochenen Gelder von Herrn Lindner, der die ja angeblich zahlen soll, daran glaube ich nicht. Herr Meldig, können wir in dieser Situation hier an diesem Tisch in diesem Moment Frau Lindemann sagen, ihr Job ist im Moment leider aus unserer Sicht weniger wichtig als die Unterstützung für die Ukraine? Schauen Sie, was für die Ukraine zählt, ist, ob diese Solidarität aus Deutschland etwas wert ist oder ob sie kein Pfennig wert ist. Und aus unserer Sicht, alleine Ölexporte, die erst Ende des Jahres eingestellt werden und nur auch teilweise. Viel später. Also als Deutschland zahlt jeden Tag, überweist nach Russland, nur für Öl, hunderte Millionen Euro. Und dafür könnte man 300 oder 400 Marder-Schützenpanzer kaufen. Pro einen Tag. Die Ukraine erwartet 100 seit 6 Wochen, keine Entscheidung vom Kanzleramt. Und das ist dieser Zynismus. Macht Ihnen das ein schlechtes Gewissen? Sie arbeiten für diese Raffinerie in Schwedt, die ein guter Arbeitgeber für Sie ist seit Jahrzehnten. Und jetzt sagt Herr Melnik, ja, aber auch zu Recht, wird sozusagen das Geld Richtung Russland, Richtung Putin geschoben. Nee. Macht Ihnen das ein schlechtes Gewissen, wenn Sie morgens zur Arbeit gehen, in den Spiegel schauen? Nee, macht es mir nicht. Aber ich habe auch Herrn Habeck gesagt, als er bei uns war, der Russe wird sein Öl auch an andere Länder verkaufen. Das machen ja nicht alle mit bei diesem Ölembargo. Und er kriegt da viel Geld, sogar noch mehr Geld, weil die Ölpreise gerade steigen. Also er macht nur Gewinn. Wir sanktionieren nur uns, den Russen gar nicht. Wir sind die Leidtragenden. Und es ist auch nicht wahr, dass wir keine Kosten haben. Ja. Das ist wirklich nicht in Ordnung, dass Sie das sagen, Herr Melnik. Natürlich haben wir erhebliche Kosten, alleine schon dadurch, dass wir die Flüchtlinge willkommen heißen und versuchen, so gut wie möglich zu unterstützen. Das mag Ihnen jetzt nicht reichen und nicht gefallen, aber es ist nicht so, dass die Deutschen hartherzig sind. Das ist nicht wahr. Die Frage, die steht, ist viel größer. Die meisten Ukrainer kehren zurück, schon längst. Es sind mehr Menschen, die abreisen aus diesem Land, die zu Ihnen kommen. Und ich glaube, dass Sie sich auch Gedanken machen sollten über die Gründe. Wenn ich jetzt diese Runde mal mir anhöre, ich glaube, das ist auch klar für viele Ukrainer, wieso sie keine Lust haben, hier zu bleiben. Sie fühlen sich nicht willkommen. Nein. Das habe ich aber in Dresden anders erlebt. Ich telefoniere mit den Leuten. Aber ich möchte auf Folgendes hinweisen. Sie fordern aus Ihrer Sicht, was ich nachvollziehen kann aus Ihrer Sicht, dass die Deutschen eine führende Rolle in Europa übernehmen. Der Macron hat es eigentlich versucht, aber die Deutschen wollen sie gerne mit rein verhaften. Die Situation ist allerdings die, dass das größte europäische Land, das allerdings nicht in der EU ist, ihr Land Ukraine, im Krieg liegt mit dem größten Land der Welt. Und das größte Land der Welt hat zwar auch EU-Außengrenzen, aber die sind überste. Das Land ist angegriffen worden. Alles richtig. Im Krieg liegt, habe ich gesagt. Ja? Mhm. Ich habe nicht gesagt, dass die Ukraine irgendwas angegriffen hätte. Und wie die ganze Frage Donbass und seit 2014 diskutiert wird, ist vielleicht ein anderes Feld. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, Deutschland hat sich überhaupt nicht mit dieser Führungsrolle befasst, gedanklich. In den ganzen Jahren nach der Wiedervereinigung nicht. Das war nur Nabelbeschau. Und was Sie jetzt erwarten, ist überhaupt nicht politisch vorbereitet. Deswegen finde ich die Kriegsstürmerei auch so befremdlich. Das ist eine emotional-moralische Handlung. Ich möchte eins aber noch rational. Frau Herrmann, ich möchte eins noch wissen, was Herr Melnik gerade gesagt hat von Ihnen. Sie haben gesagt, zunehmend sind die Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, die fühlen sich hier nicht willkommen. Das wäre für uns am Tisch tatsächlich beschämend, wenn das so wäre. Kann ich nicht warum nicht willkommen, Herr Melnik? Es ist eine moralische Frage, wie gesagt. Es ist nicht für uns zu beurteilen, ob sie uns unterstützen wollen oder nicht. Das ist ihre Entscheidung. Aber was ich heute sagen möchte, ist, der Krieg wird vorbei sein. Hoffentlich früher als später. Und ja, nach dem Krieg, Waffen zu liefern, und nach dem Krieg werden viele sich Fragen stellen, wer war auf unserer Seite? Ja. Und darf ich ausführen? Ja, Sie dürfen die ganze Zeit ausreden. Ich darf überhaupt nicht reden. Frau Hermenau, ich bin kein Fan von Ihren Büchern, aber das letzte Buch hat, glaube ich, einen schönen Titel, Das große Egal. Und das, was Sie heute jetzt vortragen, ist genau das sehr zutreffend. Das, was ich hier höre, ist ein großes Egal
von Ihrer Seite gegenüber dem Schicksal der Ukraine. Dann haben Sie das Buch nicht gelesen, sondern bloß den Titel gelesen. Er nimmt sich den Titel an der Stelle, aber das ist sein. Er hat gesagt, er nimmt sich den Titel und überträgt es. Das ist sehr symbolisch. Falsch verstanden. Herr Schulz, fühlen sich da ertappt, dass es vielleicht nicht Ihnen, aber ganz vielen Deutschen mittlerweile egal ist, was dort passiert. Dass man es halt wegseppt. Dass man halt wegschaut. Dass man halt lieber wieder lustig macht und sagt, 4 Monate Krieg, kommt, bleibt weg mit den Bildern. Wir haben doch diesen Brief in die Welt gesetzt. Den offenen Brief an alle Schwarzen. Müssen wir den Zuschauern noch mal ganz kurz sagen. Damit man darüber spricht. Und wir sind doch auf Ihrer Seite. Wir verstehen doch, dass Sie sich verteidigen. Aber ich darf Sie doch mal ganz direkt fragen. Für welche Freiheit kämpfen Sie? Was ist Ihre Freiheit? Ich kenne die Freiheit in Russland. Ich kenne die Freiheit in den USA. Ich kenne die Freiheit in Kairo unter Mubarak. Ich Freiheit dort in Russland. Gelebt. Freiheit in und Russland. Ihre, welche Russland? Sie leben auf einem anderen Planeten. Ja, Sie leben auf einem anderen Planeten. Mit Ihrer Frau. Sie versuchen, den Planeten Ukraine in Deutschland anzusiedeln. Das ist Ihre Arbeit. Wie meinen Sie das? Deswegen haben Sie ja meine Bewunderung. Sie haben von uns Aktionskünstlern sehr viel gelernt. Erst provozieren Sie, dann versuchen Sie, hier Stimmung zu machen. Und dann behaupten Sie, ich sei schuldig für jeden Toten, vielleicht sogar in Ihrem Land. Diese Schuldzuweisung, Herr die Hofreiter ist hat nicht es gesagt, zu vertreten. Es heißt unterlassene Hilfeleistung. Sie können uns helfen und Sie tun das nicht. Das ist Ihre Entscheidung. Aber das stimmt doch. Wir helfen an Ihrer moralische Stelle. Wir diskutieren mit Ihnen. Ja, die Sie tragen werden und Ihre Kinder. Nein, nur die eine Seite, dieser Hass, den Sie gegen ein anderes Land haben, den Sie auch hier in Deutschland uns ja fast versuchen zu vermitteln. Und diesen armen Mann da aus Straubing oder aus Bayern, den haben Sie ja auch schon infiltriert. Aber welches Moment, das müssen wir einmal aufklären. Herr Schulz, das sind nur noch die toten Kinder, während diese junge Frau, die hat gerade von anderen toten Kindern... Das versteht gerade niemand mehr. Wir wissen gerade nicht, welchen Mann aus Straubing. Wir müssen einmal aufklären, es gab so viel Zwischenrufe. Hier vor mir sitzt dieser wunderbare Bayer. Wir müssen einmal aufklären. Hier hatte so viel Zwischentöne jetzt. Sie sprechen von der Freiheit in Russland. Vielleicht ganz kurz, welche Freiheit... auf der ganzen Welt. Wir sind nicht mehr in der Lage, aus diesem Land zu berichten aktuell, weil es für uns gefährlich geworden ist. Das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe gesagt, die Freiheit, für die dieses Land, die Ukraine kämpft, die ist natürlich in Russland total beschnitten, aber in den USA auch, nur auf eine andere Art. Sie haben sich abhängig gemacht von der USA. Was Sie hat das sind mit der Diskussion so zu tun? Abhängig. Also das hat sehr viel damit zu tun. Entschuldigen Sie mal. Es geht hier um eine ganz konkrete Sache. Nicht ein demokratisches Land, das Defizite hat, das ein Korruptionsproblem hat. Aber ein demokratisches Land ist von einer Diktatur überfallen worden. Und zwar ohne jeden Grund. Ja. Und dieses demokratische Land wehrt sich verzweifelt. Und dieses demokratische Land fordere ich, dass wir das vernünftig unterstützen. Und zu dieser Unterstützung gehören angesichts des imperialen Vernichtungskrieges ein paar Dinge dazu. Dazu gehört erstens dazu, dass man stärkere Sanktionen gegen Russland macht. Zweitens humanitäre Hilfe. Drittens entsprechende Unterstützung, um die Wirtschaft zu stützen. Und viertens vernünftige Waffenlieferung, damit die sich wehren können. Nämlich es ist nicht damit getan zu sagen, der Krieg soll aufhören, wenn der Aggressor nicht aufhört. Dann hilft es nichts dem Opfer. Und hier sitzt der Vertreter der Opfer zu sagen, jetzt hört mal auf mit dem Krieg. Nämlich der hört dann erst auf, wenn der Aggressor aufhört. Und das ist etwas, was man sich auch ganz klassisch auf der Straße vorstellen kann. Wenn jemand angegriffen und verprügelt wird, dann hilft es nichts, wenn Sie dem Opfer sagen... Das hören wir doch in jeder Talkshow, was Sie da erzählen. Ja, aber Herr Schulz, das hört man nicht. Permanente... Moment einmal. Sie müssen ein vernünftiges Gegenargument... Auch wenn Sie lauter reden. Sie haben kein vernünftiges Gegenargument. Was ist denn Ihr Gegenargument, den Aggressor dazu zu bringen, dass er mit dem Krieg aufhört? Herr Hofreiter muss im Moment... Herr Schulz, ganz kurz dazwischen. Das ist das Argument, dass Herr Hofreiter
in dieser Runde vertreten muss, dass er nämlich sagen muss, und genauso Herr Melnyk, wie dieser Krieg auch mit Waffen zu gewinnen ist. Daran gibt es Zweifel, und ich glaube auch zu Recht nach 4 Monaten Krieg. Auch das ist im Moment schwierig zu argumentieren oder zunehmend schwierig. Aber Herr Schulz, Sie müssen gleichermaßen argumentieren, wie mit einem Brief oder mit Briefen dieser Krieg gewonnen werden soll. Richtig. Oder auch nur beendet. Entschuldigen Sie, ich kann mit einem Brief keinen Krieg gewinnen, und Sie können hier heute auch nicht den Krieg gewinnen. Aber wir müssen doch miteinander sprechen und uns nicht gegenseitig vorwerfen, was so im Privaten oder so, wie Sie gerade sagten, meine Frau sei aus Russland. Das sind so alles Unterstellungen, da rutscht das so. Na, Ihre Privaten. Frau ist aus Russland, das stimmt schon. Ja, aber das ist so ein Versuch. Ich versuche, Sie zu verstehen, wo Sie jetzt Ihre Argumente machen. Das machen Sie bei uns in Deutschland, sodass ich wirklich manchmal glaubte, Sie seien hier in seinem Amt tätig oder in dem. Aber Herr Schulz, ist gut, dass Sie das aufgeklärt haben, weil der Zwischenruf kommt. Nur das transparent zu machen und dass man zu Hause dann entsprechende Gespräche führt, das ist ja völlig menschlich. Ihre Frau ist sehr professionelle Geigerin und stammt eben aus Russland. Sie haben ganz oft in Russland ausgestellt, in St. Petersburg, haben dort unter anderem Aktionen gegen den Krieg gemacht. Ja, damals, sehr wohl. Damals allerdings mit dem historischen Vergleich gegen deutsche Panzer in Russland. Würden Sie, weil Sie gerade von Russlands Freiheit gesprochen haben, wir können vielleicht ein Foto von dieser Aktion noch mal zeigen, damals aus St. Petersburg, eine ähnliche Aktion heute oder morgen in St. Petersburg machen? Nein. Also russische Panzer, das Wort der Krieg zerreißen lassen dort in St. Petersburg als Protest gegen Putins Krieg? Gut, dass Sie mich das fragen. Ich würde das gerne bei Ihnen in Odessa machen. Wenn Sie die Freiheit der Kunst so hoch einsetzen, dann geben Sie mir die Freiheit, und ich mache das gerne auf der Treppe, die 192 Stufen hat. Aber warum nicht genau dort wieder? Das ist das Bild in St. Petersburg. Das Bild kann ich nicht wiederholen. Warum nicht? Das habe ich mit einem Mann gemacht, der damals noch nicht in diesem Amt war. Er war stellvertretender Bürgermeister unter Sobchak. Und er hat mit mir gemeinsam das deutsche Wort der Krieg zerrissen. Dieser Mann wurde dann zu meiner eigenen Überraschung Staatsoberhaupt und macht jetzt gerade Krieg. Aber und mit diesem Mann habe ich auch über den Krieg gesprochen. Aber ich glaube, Herr Melnyk hätte sofort kein Problem eine Kunstaktion in Odessa. Ich glaube, es gibt größere dann Probleme nehmen wir doch mein in der Wort. Ukraine. Dann mache ich das. Es wäre ja, die Frage ist ja völlig berechtigt, machen Sie das doch in St. Petersburg. Heute das wäre das eine nicht. Tatsächlich mutige Aktion. Das habe ich heute nicht gemacht, sondern ich habe ja die Befürchtung gehabt, und ich habe mit diesem Mann, den wir ja nun alle permanent erwähnen, habe ich auch über den Krieg gesprochen, denn der sitzt tief in ihm auch drin, weil seine Stadt wurde einmal von Deutschen fast erdrosselt. Und da war auch der Verräter ein anderer, das war Stalin. Und das alles haben wir in den 90er Jahren mal besprochen. Umso mehr hat mich überrascht sein Verhalten, was ich hier jetzt erleben muss. Und dafür schäme ich mich auch gemeinsam mit diesem Mann, dass ich mal mit ihm gemeinsam den Krieg zerrissen habe. Das wollte ich nicht. Können wir mal versuchen, auf eine politische Ebene zu kommen? Wir reden die ganze Zeit nur emotional. Ich fühle mich ja geehrt, Herr Melnyk, dass Sie versucht haben, mal zu gucken, wer ich bin und was ich mache. Das Buch hätten Sie lesen müssen, dann wäre Ihnen klar geworden, dass ich kritisiere, dass offensichtlich den Regierenden vieles egal geworden ist oder uns in der Bevölkerung vieles egal gemacht worden ist. Hat ein ganz anderes Sujet, als Sie gerade suggeriert haben. Aber unabhängig davon, dass Sie vortragen, trifft genau den Nerv. Das ist das große Egal. Nein, ganz im Gegenteil, das ist ein Missverständnis. Aber Frau Hermenau, dann erklären Sie, weil der Eindruck entsteht, ich zeige Ihnen noch mal ein Foto. Dass Ihre Interessen im Vordergrund stehen und die ukrainischen Kinder lassen wir sterben. Ich zeige Ihnen das genau. Sie versuchen schon wieder. Ich zeige Ihnen ein ganz aktuelles Foto. Heute in der Bild am Sonntag. Es zeigt die Panzer, die bei Rheinmetall dort auf dem Hof stehen. Das sind Marder-Panzer. Und Herr Melnyk fragt die mit der Ukraine seit langer Zeit mittlerweile an, diese Panzer. Da stehen die auf dem Hof sozusagen. Und unser Kanzler sagt seit langer Zeit, ja, wir liefern, wir haben lange Listen, wir haben Folgendes versprochen und so weiter. Da stehen die Dinger, die könnten jetzt in dieser Minute, während diese Sendung läuft, losrollen. Tun sie aber nicht. Und dann entsteht der Eindruck bei einem Land, bei einem Menschen, der seit 4 Monaten sich verteidigen muss in der Ukraine. Das ist denen anscheinend egal, wenn die da nicht einfach den Motor anschmeißen und die Dinger losrollen lassen. Es ist ja nicht immer leicht, die rationale Rolle einzunehmen. Ich bin ja selber auch ein emotionaler Mensch. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist folgender. Wir haben sozusagen aufgeschichtete Probleme, die jetzt so einen riesen Turm ergeben und die ein Volk richtig quälen, nämlich das ukrainische Volk. Und diese aufgetürmten Probleme sind eigentlich seit 30 Jahren nicht wirklich bearbeitet worden. Das eine ist, man hat nicht wirklich überlegt, in Europa, und zwar als
als Europa eigene nationale, nicht nationale, aber europäische Interessen zu formulieren, der Sicherheitsarchitektur. Wir haben das den Amerikanern überlassen. Die Amerikaner haben immer ihre Beweggründe offen dargelegt. Da hat keiner hintenrum gefummelt. Aber die sind eben in einer anderen Situation und haben andere Vorschläge. Obama hat damals mit der Pazifikstrategie angefangen und hat gesagt, Europa ist uns nicht mehr so wichtig, wir müssen uns um China kümmern. Das kann man machen. Aber dann entsteht natürlich die Frage, wie das Vakuum innerhalb der Europäischen Union aufgelöst wird, die dann selber in der Lage sein muss, das zu machen. Russland hat uns überfallen, Minsker, und nicht die Amerikaner. Dann gab es das Minsker Abkommen. Worüber reden Sie da? Dann gab es das Minsker Abkommen. Den Versuch, das in die Reihe zu bringen nach der Krim-Geschichte, habe ich auch gutiert, ist nicht eingehalten worden von beiden Seiten, glaube ich. Aber der entscheidende Punkt ist für mich, Europa ist nicht in der Lage, der Ansprechpartner für Putin zu sein, den er bräuchte. Wir sind selber schuld, Amerika, wir haben uns das selber eingebrockt. Amerika ist schuld. Amerika ist nicht schuld. Amerika hat sein Ding gemacht. Ich habe ganz viele Worte und ganz viele Sätze, die eigentlich mit der jetzigen Situation nur am Rande doch eine ganze Menge Europa sich an Situationsfähig. Das ist das Problem. Haben und im Grunde nur ablenken. Nicht ablenken von der Tatsache, dass Russland, Putin, die Ukraine überfallen hat und dass wir jetzt versuchen müssen, die Ukraine zu unterstützen und dass wir versuchen müssen, diesen Krieg zu beenden. Wir unterstützen sie doch total. Sie unterstützen die mit allen Entschuldigung, möglichen, sie lassen nur sie mich einfach, ein paar Panzer nicht. Lassen Was geschieht denn da alles? Ausreden. Ja, sie behaupten permanent, sie würden... Ich habe gesagt, Panzer töten doch. Wir unterstützen doch auf eine ganz andere Art. Wir sind doch bereit, alles zu tun. Und wir haben Ihre Flüchtlinge wirklich sehr positiv aufgenommen. Nicht so, wie Sie behaupten. Ihre Nation genauso, wie wir die Amerikaner lieben. Lassen Sie mich halt einfach mal ausreden. Gerne. Es wird das Gespräch deutlich vereinfachen. Und wir müssen die Ukraine unterstützen, sodass sie sich verteidigen kann. Nicht wie endet ein Krieg. Ein Krieg endet dadurch, dass derjenige, der angegriffen wird, sich so stark verteidigen kann, dass der Aggressor sich entscheidet, es lohnt sich nicht mehr, den Krieg fortzusetzen. Und das, so endet ein Krieg. Und ein Krieg endet nicht, wenn man dem Opfer sagt, gib einfach auf. Nämlich dann wird es immer weiter überrollt. Und ich meine, man muss sich anschauen, was Russlands Putin als nächstes angekündigt hat. Als nächstes ist die Republik Moldau dann zum Angriff. Das kennen wir alles. Und dann als nächstes die Republik Georgien. Und deshalb müssen wir jetzt dafür sorgen, dass Putins Kriege enden. Und das ist die Diskussion nach 4 Monaten Krieg. Wir machen eine ganz kurze Pause, nicht ohne Frau Lindemann noch mal ins Gespräch zu holen. Und dazu ganz konkret die Frage, 4 Monate Krieg haben wir. Herr Hofreiter spricht gerade über das Ende des Krieges. So lange haben wir auch die Sanktionen, die einigen nicht hart genug sind, vielen auch in Deutschland, in der EU nicht hart genug sind, die aber ganz konkret Ihren Arbeitsplatz in Schwedt betreffen. Wird dieser Krieg enden ohne Ihren Arbeitsplatz? Ich hoffe, dass er bald endet und ich bin der Meinung, dass er nicht mit Waffen endet. Also je mehr Waffen ich dahin schicke, desto länger dauert dieser Krieg an. Und mir tun die Leute, die da sterben, leid. Mir tun die Ukrainer leid und die Russen. Kein Mensch darf sterben und schon gar nicht im Krieg. Und natürlich ist es schlimm, dass er den Krieg angefangen hat. Aber so mit Waffenlieferungen, das ist... Der Nachschub aus Russland kommt halt auch immer stetig. Aber andererseits weiß man ja gar nicht, ob die Waffen... Wir diskutieren das gleich weiter an diesem Tisch, müssen eine ganz kurze Pause machen und sind gleich mit der Diskussion hier bei Bild zurück. Zurück bei Bild, die richtigen Fragen, vor allen Dingen mit dieser Frage. Krieg ohne Ende, endet auch unsere Hilfe irgendwann, unsere Unterstützung für die Ukraine. Bei uns der ukrainische Botschafter hier in Deutschland, Andriy Melnyk, der immer wieder gefordert hat von uns allen, uns zu engagieren, uns endlich ja mehr zu engagieren, endlich die versprochenen Waffen zu liefern, endlich auch einen Kanzlerbesuch in ihrem Land zu haben. Jetzt kündigt Olaf Scholz, der Bundeskanzler, genau das an für die jetzt beginnende Woche. Also der Kanzler reist mit Frankreichs Staatspräsident Macron und mit dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi zu Ihnen ins Land. Was konkret soll, kann, muss dabei rumkommen? Herr Kanzler hatte ja selbst gesagt, er braucht keine Fototermine. Und auch wir erwarten keine Selfies da in Kiew, sondern was wir oder was meine Landsleute hoffen, ist, dass der Kanzler einerseits mit einem klaren Bekenntnis zum Thema EU-Mitgliedschaft nach Kiew kommt und endlich uns unterstützt, um den Kandidatenstatus für diese Mitgliedschaft uns zu geben. Damit wird auch ein langer Weg beginnen
um diese Mitgliedschaft auch zu erreichen. Das wird Jahre dauern. Wir wollen da keine Hintertüre und wir wollen ein faires, aber auch ein Verfahren, um der EU beizutreten. Und das Zweite natürlich ist das Thema Waffen. Ich glaube, dass die Erwartung in der Ukraine sehr hoch ist, dass, wenn der Kanzler da ist, zusammen mit Herrn Macron und Herrn Draghi, dass da wir endlich hören werden, welche Waffen Deutschland zügig der ukrainischen Armee liefern kann. Herr Hofreiter, Sie sind Teil der Regierungsfraktion. Hören Sie schon was dabei rumkommen wird? Wird das die Eintrittskarte für die Europäische Union sein, die Olaf Scholz dort mit seinen Amtskollegen mitbringt? Also es entscheidet ja Deutschland nicht alleine, sondern das wird europaweit entschieden. Aber unsere Außenministerin hat sich ja auch ganz klar dazu bekannt. Und manche Leute bringen das ja durcheinander. Die denken, dass die Ukraine dann sofort Mitglied der Europäischen Union ist. Sondern es geht ja darum, sie hätte gern den Kandidatenstatus. Das heißt, das klare Bekenntnis der Europäischen Union, ihr seid ein europäisches Land. Okay, heißt aber auch mehr ist noch nicht. Also Sie sagen, Herr Melnick, ja, okay. Also wir schreiben da groß drauf, wir wollen das, aber wir sagen den Deutschen, na ganz so ernst ist es ja noch nicht, nein, das liegt ja in weiter Ferne. Nee, das heißt nicht ganz so ernst ist es nicht, sondern das ist einfach ein langer Prozess. Nee, Sie müssen das ganze Regularium der Europäischen Union übernehmen und das war bis jetzt bei allen Ländern ein langer Prozess. Aber tut uns aber auch nicht weh im Moment, ne? Nein, wir können halt tut's sagen, uns auch nicht weh. Es wäre sogar eine große Bereicherung, wenn irgendwann die Ukraine Mitglied wäre für Europäische Union. Naja, einen Kriegsstand in der EU zu haben, das muss man schon offen aussprechen. Das ist natürlich, verändert die EU massiv. Es geht darum, dass hoffentlich bis dahin ja wieder Krieg beendet ist. Es geht uns ja darum, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie in der Lage ist, die Kosten für Russland so hoch zu machen, dass Russland möglichst schnell diesen Krieg beendet. Und dann geht es darum, dass dann die Ukraine beitritt. Nämlich so ein Prozess dauert, wenn es ganz schnell geht, 5, 7, 8 Jahre, häufig länger als wie 10 Jahre, weil das einfach ein Riesenaufwand auch für so ein Land ist. Aber es gibt halt auch Riesenvorteile. Man ist dann Mitglied eines der größten Binnenmärkte der Welt. Und man hat natürlich auch einen gewissen Schutz. Also der Kanzler reist in die Ukraine jetzt. Endlich sagt Herr Melnick, endlich sagt auch Herr Hofreiter, der das viel früher auch schon getan hat. Frau Lindemann, würden Sie sich wünschen, dass der Kanzler direkt danach bei Ihnen vorbeikommt, in Schwedt vorbeischaut? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich wollte warum nicht? Weil ich den nicht sehen möchte. Ich wollte jetzt noch was sagen. Sie sagen gerade, dass es 8 bis 10 Jahre dauert, bis die Ukraine in der EU ist. Und so lange dauert es mindestens, bis wir umstellen können auf erneuerbare Energien. Sie müssen uns diese Zeit auch geben. Wir können nicht in 6 Monaten unsere Raffinerie, die nur aus Öl, also nur durch Öl arbeitet, auf einmal zu einer Wasserstoffanlage machen. Das geht in 6 Monaten nicht. Wir bräuchten auch 10 Monate. Und ich fordere, will ich gar nicht sagen. Aber eigentlich bräuchten wir diese Zeit. Wir bräuchten 10 Jahre. Und Stück für Stück uns von diesem Rohöl zu verabschieden, ist eine Möglichkeit. Das funktioniert mit Sicherheit, aber wir bräuchten eben Zeit, viel Zeit, um die ganzen Anlagen umbauen zu können. Sagt Frau Lindemann, ich möchte 6 Monate ist ein Witz. Möchte ich noch einmal für die Zuschauer sagen, ganz kurz, Frau Lindemann arbeitet seit 27 Jahren in dieser Raffinerie. Für Sie ist das Ihr Leben, Ihr berufliches Leben, aber noch darüber hinaus. Seid immer schon in Schwedt, für Ihre Söhne sollte das auch ihr Leben werden. Sie haben immer gesagt, Mensch, die sind jetzt mittlerweile 16, die werden auch irgendwann dort bei PCK arbeiten. Das ist ein toller Arbeitgeber. Mittlerweile ungewisse Zukunft. Ungewisse Zukunft, ja. Und jetzt wollte ich noch mal was zu meinem Arbeitgeber sagen. Wir hätten die Chance, unseren Standort, wenn wir Finanzen bekommen, ja, vom Bund oder von den Ländern und die Zeit bekommen, wir würden es schaffen, daraus einen super tollen Standort zu machen, der wirklich alle Fantasien sprengt. Wir könnten als Vorzeigestandort dienen für Umrüstung von Rohöl, von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien. Wenn wir die Zeit hätten, aber in 6 Monaten ruinieren wir diesen Standort. Ja, aber es ist ein Missverständnis. Es geht bei den 6 Monaten nicht darum, dass die auf komplett Wasserstoff umstellen. Es geht da darum, dass die auch, es ist kein Beispiel, sondern es geht konkret um Schwedt jetzt. Es geht darum, dass dann Schwedt aus Rostock und aus Danzig versorgt wird, aber auch mit Rohöl. Nicht. Genau, aber das ist nicht wirtschaftlich. Das ist der Punkt. Und es geht nicht darum, dass die in 6 Monaten auf Wasserstoff umstellen sollen, sondern dass wir aufhören, russisches Rohöl zu kaufen und Rohöl von woanders zu kaufen. Und die Umstellung auf Wasserstoff ist für viel länger geplant. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Das ist, wie gesagt, einfach ein Missverständnis. Ja, das war jetzt Polen hat uns sozusagen. Aber Sie,
Also Sie sichern im Grunde den Arbeitsplatz ab. Sie würden jetzt in dieser Runde, es fällt nicht ganz in Ihre Zuständigkeit, aber würden sagen, im Moment sieht alles danach aus, dass Frau Lindemann den Job behält und jetzt mal ganz reines Gewissen sich machen kann und sich von Putins Öl verabschieden kann? Polen hat uns versprochen, dass sie über Danzig gibt's eine Pipeline Rohöl liefern. Das kann angeliefert werden. Dann über Rostock kann angeliefert werden, nämlich die Pipeline, die das versorgt ist, die sogenannte Druzhba, die den inzwischen zynischen Namen Freundschaft übersetzt trägt. Die ist schon öfter stillgestanden wegen Verschmutzung. Und dann ist die Raffinerie auch von woanders finanziert worden. Zum Beispiel im Frühjahr 2019 ist die Rohöl wegen Chlorid, ist die Pipeline wegen Chloridverschmutzung, ich glaube, 3 Monate stillgestanden. Also das ist nicht so unmöglich, ja, wie es dargestellt wird. Kurzzeitig ist es möglich, aber nicht auf Dauer. Und dann gibt es, wie gesagt, auch noch die Möglichkeit, zusätzlich mit Kesselwägen zu unterstützen. Ja, das sind Zeiten, wo sowieso die Preise schon explodieren. Wir natürlich ist es nicht einfach. Es natürlich steigen gerade massiv die Preise. Aber ja, auch in der Praxis hat es damals funktioniert, 2019. Und man darf ja eins nicht vergessen. Ich meine, für uns geht es darum, dass die Preise etwas höher werden. Da muss man gerade Menschen mit geringerem Einkommen helfen. Aber für die Menschen in der Ukraine geht es darum, dass wir das Geld liefern, mit dem Putin seinen Krieg fortsetzen kann. Das ist das entscheidende Argument und der entscheidende Punkt, Herr Hofreiter. Aber gehört dann nicht zu der Ehrlichkeit hier an diesem Tisch, dass Sie, Frau Lindemann, sagen, dann müssen Sie auf Ihren Job leider verzichten, weil es im Moment etwas Wichtigeres gibt als die Jobs dort in Schwedt? Deswegen bemüht sich das Wirtschaftsministerium mit alles, was sich hat, einen Ersatz zu finden für Schwedt, nämlich die Lieferung aus Danzig, deswegen verhandeln wir mit Polen, was nicht einfach ist, und die Lieferungen aus Rostock. Aber nochmal, ich will auf das Thema. Sie haben ja nicht die Möglichkeit, die Welt zu retten, sondern Sie müssen im Moment Prioritäten setzen. Ist die Priorität im Moment, dass man der Ukraine hilft und damit unserem Frieden, unserer Sicherheit dient und eben damit der Wirtschaft und den Jobs unter anderem in Schwedt eben schadet? Das muss man doch dann offen auf den Tisch legen. Ja, natürlich schadet uns das etwas, aber langfristig schadet es uns noch viel mehr, wenn wir am Ende sozusagen als die dastehen, die aus kurzfristigen ökonomischen Interessen ein demokratisches Nachbarland einer Diktatur zum Fraß vorgeworfen haben. Aber das ist die ehrliche Diskussion, dann auch zu sagen, wir müssen auf diese Arbeitsplätze möglicherweise verzichten. Das müssen wir in Deutschland, Herr Melnyk, den Menschen dann auch sagen. Nee, ehrlicherweise muss man sagen, dass wir unter Umständen auf noch mehr Arbeitsplätze verzichten. Genau, das sind noch viel mehr. Wenn wir sozusagen am Ende als die dastehen, die auf der falschen Seite oder zu schwach Wenn Sie mir gestehen, also ich verstehe ganz gut also Ihre Sorgen also auf Ihren Arbeitsplatz. Aber ich kann Ihnen nur sagen, also Sie leben, Sie haben das Glück, in einem Sozialstaat zu leben. Das heißt, auch wenn der Arbeitsplatz verloren ist, gibt es kurze Arbeit, es gibt viele Instrumente, wo Sie oder andere Deutsche, die betroffen sein werden, Unterstützung bekommen. Die größte Ölraffinerie in der Ukraine, in Kremenchuk, wurde zerbombt in den ersten Kriegstagen. Und es waren tausende Menschen, die alles verloren haben. Wer garantiert denn, dass der Russe uns nicht auch angreift? Einfach, damit Sie ein Stück verstehen, wir leben leider auf anderen Planeten. Und was ich sagen wollte, es geht darum, dass wenn der Ukraine heute geholfen wird, das hat einen Preis. Das haben auch viele Politiker gesagt. Also wir sind bereit, auch diesen Preis mitzutragen, damit der Friede eintritt. Und das liegt letztendlich auch im deutschen Interesse, wenn Putin in der Ukraine gestoppt wird und nicht weiteren Appetit auf seine Feldzüge bekommt. Und da ist nicht nur Polen oder Baltikum-Länder, sondern das ist auch Deutschland betroffen. Denn er möchte die Länder ins Reich holen. Und er hat ja in Dresden zu viele Jahre verbracht, um Ostdeutschland nicht als nicht für seine russische Heimat anzusehen. Das glaube ich überhaupt nicht. Nein. An Ihrer Seite wäre ich nicht so Also wir kennen ja alle die Putin-Villa oben am Weißen, also Richtung Weißer Hirsch. Die kennt ja jeder. Ne? Ist ja inzwischen auch touristisches Objekt. Und er möchte vielleicht nach Hause mal kommen, mit den Panzern. Also ich glaube, wir haben in Sachsen sehr lange und immer wieder, und das glaube ich auch zu Recht, darauf gedrängt, dass die Beziehungen zu Russland stabil bleiben. Das war auch in Zeiten so, als Russland nicht gerne gesehen war.
Das haben wir gemacht, indem wir zum Beispiel Young Russian Leaders eingeladen haben. Wir haben über geologische Fragestellungen gesprochen, Rohstoffe, andere Sachen, Konferenzen gemacht. Der Herr Kretschmer, unser Ministerpräsident, wird dafür auch sehr angegriffen zurzeit. Ich halte das trotzdem für richtig. Wenn wir eine oberste Diplomatin haben, deren Aufgabe und Rolle es ist, dafür zu sorgen, dass er mit jedem gesprächsfähig bleibt, und wir haben ja als Deutschland sogar mit den Taliban gesprochen, dann ist die Frage schon offen, warum es auf einmal nicht mehr möglich ist, mit Putin zu sprechen. Dass der eigene Pläne hat, wird offenkundig. Ich verteidige Sie den Mann gerade, nicht. Frau Lindemann, Sie nicken. Jetzt haben wir aber gerade gesagt, Sie haben eine ernsthafte Sorge, dass Putin auch Deutschland angreifen könnte. Da wird die NATO nicht angreifen, das glaube ich überhaupt nicht. Ich sage nur, vielleicht könnte man ja mal im Hinterkopf behalten. Na, er spricht das ja, oder seine Anhänger sprechen das ja ganz offen aus. Ich war gerade in Estland, wir haben auch mit Estland drüber gesprochen. Er hat persönlich gesagt. Exakt, Frau Lindemann. Also Sie haben diese Angst, Sie spüren diese Angst. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Also ich kann es mir vorstellen, dass er das machen könnte. Ja, warum sollte er es nicht tun? Und wenn er immer von diesem Aggressor spricht, warum glaubt er dann nicht, dass er auch unser Land angreifen könnte? Er ist ja der schlimmste Mensch aller Zeiten. Und da bin ich jetzt so bei Ihnen. Ja. Warum reden wir nicht mit ihm? Warum reden wir denn nicht mit Herrn Putin? Und also mit den Taliban wurde verhandelt. Das muss ich mal vorstellen. Ich verstehe auch, es gab ja mal die Szene im letzten Jahr, als in Weißrussland an der Grenze Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern standen und provoziert haben. Und die Polen haben dann reagiert, wie ich finde, völlig zu Recht und richtig. Und dann hat Putin mal in so einer kleinen Sottise nebenbei gesagt, na, wenn das die Deutschen stört, dann können sie ja mal mit dem Herrn Lukaschenko reden. Mit den Taliban reden sie ja auch. Deswegen habe ich das Zitat heute eingebracht. Also das ist ja eine Diskussion dieser Woche. Ich will bloß noch sagen, da gibt es also, ob das eine Rolle spielt oder nicht, weiß ich gar nicht, aber ein Gefühl einer Ungleichbehandlung. Weil man natürlich in Russland... Aber Herr Scholz telefoniert ja permanent mit Herrn Putin. Ich weiß, mit Herrn in den letzten Monaten ist das anders geworden. Es war ja vom letzten Jahr jetzt die Rede. Ich will nur deutlich machen, es gibt offensichtlich seit Jahrzehnten aufgestaut ein Gefühl, dass es nicht so läuft, wie man sich das denkt. Und dann greift man auf imperiale Sachen zurück. Wir waren nicht freundlich genug. Putin hat damals... Also es ist doch absurd sozusagen zu argumentieren. Nein, nicht mal zu aussprechen. Putin greift die Ukraine an, weil nicht genug mit ihm geredet worden ist. Es ist die ganze Zeit Es ging immer um die Frage der Sicherheitsarchitektur und da hat sich Europa nicht bewegt. Die Frage war doch, verschiedene Parteien am Ruder. Frau Kanzlerin so ist es gewesen. Hat 16 Jahre mit ihm gesprochen. Ja, aber die waren zwei verschiedene Welten. Es fühlte sich halt jeder von Herrn Putin um das. Ja, das ist ich will es nochmal sagen, also, als damals 89, als wir da in Dresden der Sturm war, ich habe es mir erzählen lassen von denen, die dabei waren, hat Putin mit dem Maschinengewehr draußen gestanden und hat gesagt, das ist russisches Staatsgebiet, wenn sie das betreten, dann erschieße ich sie. Das heißt, der Mann war schon immer so. Und das russische imperiale Selbstverständnis war auch schon immer so. Man müsste sich vielleicht mal kulturell innerhalb Europas auf unterschiedliche Mentalitäten einlassen. Aber Sie lassen sich die Ukraine zerbomben? Nein, ich lasse mir gar nichts. Mariupol schaffen und sagen dann, und jetzt setze ich mich, das ist ja auch die Erwartung an die Ukraine, Krim-Aktion war klar, dass wenn die Krim in den Händen der Russen bleibt, die den Landweg suchen wollen, um die zu versorgen, aber das ist ja eine ganz wichtige Frage. Es geht wenn aber wir doch um sprechen, die Schuldzuweisung. Es ist doch eine richtig. Ganz wichtige Frage. Hier geht es heute Abend über die Schuldzuweisung. Wir sind drüber hinaus schon. Nein, die tragen die Deutschen. Sehr wohl, die haben das sehr wohl aufgenommen an die Zuschauer. Die sind sich sehr wohl dessen bewusst, dass sie uns die Schuld zuweisen für den Krieg. Und sie verteidigen natürlich das Land beide. Nicht das ihnen, ich ganz sondern der Regierungen dieses Landes. Ja. Aber wir sind doch diese Regierung, der deutsche Regierung Nein. trägt die Schuld dafür, dass sie so abhängig sind vom Öl. Deswegen, es tut mir leid, dass ihr Arbeitsplatz jetzt gefährdet ist, aber wir... haben nichts dafür. Also aber wir, das war der ökologische Deal für die Regierung dieser Länder abhängig. Und wir müssen die Fragen, von denen wir uns noch an die Politik mehr lösen. Das war der Deal. Wir sind auch von anderen Ländern abhängig. Aber das war Wir waren einen Schritt weiter. Wir waren schon einen Schritt weiter. Wir haben nämlich nicht nur in die Vergangenheit geschaut, sondern wir haben darüber diskutiert, wie kommen wir weiter? Wie beenden wir diesen Krieg? Wir reden. Und wir müssen jetzt endlich und da gibt reden. Es diesen Dissens an diesem Tisch. Und jetzt sind wir bei der konkreten Frage, kann man überhaupt mit Putin reden, so dass was bei rauskommt? Was ist denn die Erwartung, Er hat doch gesagt, was wenn wir mit dem Teufel reden. Was er redet mit den Amerikanern,
Er kann auch mit den Russen reden. Nein, das Problem ist, die Europäer werden nicht mehr ernst genommen. Die Europäer werden von Putin nicht ernst genommen. Ja, also lohnt es und nicht, das, mit ihm zu Entschuldigung, aber das liegt ja in der Hand der Europäer. Ich habe ja so mehrmals darauf verwiesen heute. Man hätte bei der Krim bereits anfangen müssen zu intervenieren, aber das nicht zuzulassen. Das ist versäumt worden. Damit ist natürlich für Putin der Weg offen. Herr kann denken, er kann machen, was er will. Es gab die Diskussion im Donbass und in Lugansk. Auch das ist alles klar. Was kann ein Gespräch, während hier sich gerade Teile des Studios verabschieden, was kann ein Gespräch mit Putin tatsächlich bringen? Haben Sie den Eindruck, dass es eine Art, dass da eine Art von Kompromiss an so einem Tisch jetzt entstehen kann? Dass das jetzt der Zeitpunkt ist, dass auch Putin der Ansprechpartner ist? Jeder Krieg endet an einem Verhandlungstisch. Oder wenn der Aggressor besiegt wird. Wie es in unserem Fall sein wird, wissen wir noch nicht. Also im Moment ist es so, dass Putin, und zwar nicht nur seit dem Kriegsbeginn, sondern seit über 2 Jahren jedes Gespräch mit meinem Präsidenten Zelensky verweigert hat. Und das war einer der Gründe, also diese Sprachlosigkeit, die nicht von uns zu verschulden war, sondern Herr Putin hat das gewählt. Er wollte gar nicht reden und hat diesen Weg ausgewählt. Das heißt, wir wissen im Moment noch nicht, aber was wir wissen und das, was Herr Hofreiter zu Recht sagt, nur wenn Herr Putin erkennt auf dem Schlachtfeld, dass er nicht mehr weiter vorrücken kann. Und das kann man leider nur mit schweren Waffen erzeugen. Nur dann kann er vielleicht überzeugt werden, hoffentlich auch von den Deutschen, von den Vermittlern aus Deutschland, aus Frankreich, sich zurückzukehren auf diesen Verhandlungen. Die Bundesregierung tut sich so schwer, der Kanzler tut sich so schwer, den Satz zu sagen, dass er möchte, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dass Putin diesen Krieg verliert. Ist das eine Illusion? Ist es das der Grund, weswegen er das nicht formulieren mag? Ist das eine Illusion, dass Russland diesen Krieg verliert, dass die russische Armee besiegt wird? Das kommt halt immer darauf an, wie man das definiert. Ich meine, man darf ja eins nicht vergessen, es handelt sich ja fast um eine in gewisser Hinsicht absurde Vorstellung. Russland bombardiert die ganze Zeit die Ukraine. Wenn mal ein Tanklager in Russland explodiert, was auch immer die Ursache dafür war, unter Umständen war es Sabotage, dann regt sich die russische Regierung unglaublich auf, während in Moskau und überall das Leben wie selbstverständlich läuft. Deshalb, wie definiert man gewinnen oder verlieren? Ich definiere es so, dass es der Ukraine gelingt, möglichst große Teile ihres Territoriums zurückzuerobern, bedeutet für mich gewinnen. Na, möglichst große Teile ist für Herrn Melnyk schon überhaupt nicht mehr in Ordnung. Herr Melnyk sagt, und die Position vom ukrainischen Präsidenten ist, Verzeihung, Herr Hofreiter, ist komplett die russischen Truppen raus wieder aus der Ukraine. Es war immer die Rede davon, von der Kontaktlinie vom 24. Februar. Und was manche Leute sozusagen im Kopf haben bei Gewinnen, ist, dass ukrainische Truppen Moskau besetzen oder sowas. Das sind natürlich vollkommen absurde Vorstellungen. Umso absurder ist aber es, wenn die Russen jetzt kurz vor Dresden stehen. Das hören wir doch hier auch hier gerade. Das ist die Bedrohung, die aus Moskau tatsächlich kommt, wenn Sie da mal im russischen Staatsfernsehen reinsetzen. Das hat Herr Putin gesagt. Das kommt aus dem russischen Staatsfernsehen. Aber Herr Hofreiter, lassen Sie uns das einmal weiter diskutieren. Was wäre denn ein möglicher Kompromiss? Herr Melnyk bzw. sein Staatspräsident sagt ganz klar, die russischen Truppen wieder komplett raus zu der Linie, die wir eben vor dem 24. Februar diesen Jahres hatten, Frau Herr. Ja, aber das ist ja auch nicht komplett raus. Dann bleibt der Zankapfel für Krim aber bestehen. Ja. Und die Krim zu versorgen, dafür ist der Landweg offensichtlich nötig. So habe ich das alles verstanden, was ich in den letzten 8 Jahren wahrgenommen habe. Und da fiel auch immer der Name Mariupols. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie soll die Verhandlungslösung aussehen? Offensichtlich werden die Europäer nach verschiedenen Aktionen in den letzten 8 Jahren von Putin nicht ernst genommen. Das kann man mögen oder nicht mögen, das scheint eine Tatsache zu sein. Wenn sich das so verhält, ist die Frage, wie kriegt man die Amerikaner und die Russen an den Tisch, weil offensichtlich die Leute in Washington von ihm ernster genommen werden. Also wäre ich der Meinung, dass wir in Europa versuchen, mit den Amerikanern gemeinsam eine Verhandlungslösung mit der Ukraine und den Russen auf die Reihe zu bringen. Das Problem wird der Zankapfel Krim bleiben. Und das ist nun mal über 30 Jahre aufgebaut. Es gab damals, und ich habe das ja dann 89, 90, 91 alles gerne verfolgt, weil ich das so spannend und wichtig fand, weil sich die ganze Welt geändert hat für mich. Es gab damals das Versprechen, dass die NATO nicht erweitert wird. Also Frau Hermannau will die Krim hergeben. Nee, das wird auf dem Papier. Das wäre die Frage. Nee, wenn die Krim weiter bei den Russen bleibt, haben sie das Problem, dass der Landweg nicht da ist und es bleibt ein Zankapfel. Sie beenden den Krieg nicht. Wie sieht die Sicherheitsstruktur für Europa aus? Herr Melnyk. Wie sieht die gemeinsame Sicherheitsstruktur für Europa aus? Wir müssen schauen dorthin, also wo die Wurzel dieses Übels liegt. Ja. Das ist leider in Moskau. Und es geht um ein Regime, ein
faschistisches Regime, das sich etabliert hat in Russland. Es geht nicht nur um die Person Putin. Wir hoffen, dass dieser Staatsmann bald nicht mehr da ist. Aber wir wissen nicht, was danach kommt. Und das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, also mit der Zukunft dieses Staates. Und wie sollten wir diese 80% der Russen erreichen, die Sie sind durch die Propaganda... Sie sind Diplomat, Sie müssen an der Stelle... ...zombiert wurden in den letzten 8 Jahren seit der Krim-Annexion. Sie müssen an der Stelle auf jedes Wort aufpassen. Frau Hermenau macht eine, aus Ihrer Sicht, wie Sie es formuliert, Kompromisslinie auf, weil sie ganz nüchtern und natürlich aus einer ganz anderen Perspektive da drauf guckt und sagt, Mensch, jetzt läuft halt seit 4 Monaten dieser Krieg. Das müssen wir irgendwie realistisch auch einordnen. Wir sehen, was auf der Krim passiert ist. Gibt es mittlerweile auch aus Ihrer Sicht solche Kompromisslinien oder müssen Sie ganz hart bleiben? Müssen Sie sagen, nee, unsere Position vom 24., dass nämlich alles frei von russischen Truppen sein muss, das gilt bis heute. Schauen Sie, das Ziel, das erste Ziel bleibt, dass die russischen Truppen sich zurückziehen, Status quo ante 24. Februar. Das ist das allererste Ziel. Was danach kommt, das ist die Sache, die natürlich weiterhin im Raum steht. Dafür müssen die Präsidenten verhandeln können. Putin verweigert das Gespräch. Das ist quasi vielleicht die zweite Etappe. Aber zuerst einmal ist das Ziel, das für alle klar sein sollte, die Ukraine gewinnt, wenn die Russen sich zurückgezogen haben. Und ich kann Ihnen nur ein Beispiel sagen. Die Russen haben über 125.000 Quadratkilometer besetzt seit diesen 109 Tagen Krieg. Das heißt, das wäre ein Fünftel der gesamten Ukraine oder ein Drittel Deutschlands. Und meine Frage an Sie, was würden Sie opfern? Würden Sie Ihre Heimat, Mecklenburg-Vorpommern, opfern oder Brandenburg oder Sie, Sachsen? Das ist ja eine spannende Frage. Was würden Sie opfern, um damit also es gibt zwei wir Antworten, den Frieden erreichen? Es gibt zwei Antworten eine Frage aus der Geschichte. Die eine Geschichte ist, die Deutschen haben damals den Franzosen das Elsass angeboten, damit sie nach dem Ersten Weltkrieg Vertrauen finden, dass die Deutschen keinen Krieg wieder machen. Und das zweite Angebot war die DDR. Wir wurden schon mal abgegeben. Und was heißt das konkret auf die Frage von Herrn Melnik? Die Älteren, meine Mutter hat es mir erzählt, die Älteren konnten nicht aussuchen, was sie so haben wollten. Was spricht dagegen, dass man bei Luhansk und Donetsk dafür das mit der Abstimmung macht? Aber dann verstehen Sie doch, Herr Melnik, das stützt Ostdeutschland jetzt okkupieren. Würden Sie sagen, okay, damit er nicht jetzt weiterhin nach Frankfurt zurück? Dass Sie das einfach tolerieren. Aber die Frage ist doch hochspannend. Einmal die Karten auf den Tisch. Herr Melnik, lassen Sie doch die Bevölkerung in Luhansk und Donbass selber abstimmen. Richtig. Geben Sie doch die Möglichkeit, den Leuten demokratisch abzustimmen, was sie wollen. Das ist doch eine Möglichkeit. Im Moment wollen der Streit sie nur, wird doch immer weiter bestehen. Das ist die Frage der Freiheit. Dass die Russen weggehen. Ja, das ist nee, das, sie wollen, dass der Krieg aufhört. Sie wollen, dass der Krieg aufhört. Und der Krieg wurde von wem verursacht? Das heißt, nach vier Monaten glauben Sie an den Krieg. Nach 4 Monaten Bomben, Terror dort, glauben Sie aber an Herr die Demokratie? Aber Herr Weiß, es geht ja nicht. Es geht ich frage, ob Sie an die Demokratie dort glauben. Ich habe es selber erlebt. Ich war 89 auf der Straße und ich weiß, dass die Menschen auch in schwierigen Situationen durchaus in der Lage sind, auch für sich selber Entscheidungen zu treffen. Der Punkt, auf den ich hinaus war, der kam etwas früher von Herrn Hofreiter, hat gesagt, man will ja am Ende nicht auf der falschen Seite stehen. So haben Sie heute auch intoniert am Anfang. Ja, auf der falschen Seite. Das ist Ihre Entscheidung. Das werden wir historisch dann bewerten müssen. Ja. Das ist im Anfang und im Laufe der Dinge nicht immer klar. Sie haben hier eine Diskussion aufgemacht, die nur auf moralischen Vorstellungen basiert. Die kommt in Europa gut an, weil man nämlich gerne verteidigen möchte, wie man lebt und wie man ist. Aber wer unterstützt denn wirklich? Die Amerikaner und die Europäer. Indien, China, alle anderen haben andere Vorstellungen. Bei der UNO-Abstimmung hat man das gesehen, wer sich alles enthalten hat. Also das ist eine Situation zwischen Russland und der Ukraine auf der einen Seite und den Europäern und Amerikanern auf der anderen Seite. Die Inder sagen in ihrem Fernsehen, das ist ein europäischer Krieg. Also das heißt, die Frage, wie die Sicherheitsarchitektur in Europa aussehen muss, ist relevant. Das war und die wird für uns alle relevant sein. Bis hierhin sehr offene, mit allen Mitteln ausgetragene Diskussion. Die Diskussion, die im Moment in Deutschland es genau gibt. Herr Melding, macht Ihnen diese Diskussion ein bisschen Angst? Kann die zur Gefahr werden für den Krieg in der Ukraine? Für Sie? Es tut mir einfach leid, dass diese Debatte, man hat immer Trump als Feindbild gehabt, all die Jahre. Und ich musste zusehen, wie er dann das America First Prinzip kritisiert wurde. Aber das, was jetzt auch Sie teilweise heute vortragen, ist dasselbe. Germany First,
Also wir wollen unseren Wohlstand sichern und wir wollen uns keine Gedanken machen. Wir müssen ihn sichern, um sie zu unterstützen. Ja, das klingt jetzt für mich. Das heißt, und das ist legitim, das ist Ihre Entscheidung. Wir können Sie nicht zwingen, uns zu helfen. Das geht nicht um Wohlstand, sondern das geht darum, Ihnen auch helfen zu können. Sie wollen keine Bilder sehen. Es geht auch um Wohlstand, das haben wir in der Runde. Sie wollen keine 20 mehr Cent für diesen zahlen. Genau so ist es. Und, deswegen müssen wir auch, ich bin dankbar für die Diskussion, weil wir ehrlich sind miteinander. Sie sagen, was Ihnen schmerzt und ich verstehe Sie. Und ich sage Ihnen, was unsere Sorgen sind. Hm. Und dass wir immer noch auf Ihre Hilfe angewiesen sind und wir hoffen, dass Deutschland diesen Beitrag leistet. Und es geht eben darum, ob diese Solidarität nur eine Floskel ist, ein Lippenbekenntnis oder mehr. Ich wollte noch Geht es denn nur um Waffen? Geht es nicht um das soziale Verständnis füreinander? Geht es nicht auch um den kulturellen Austausch? Und dann müssen wir... Ja, ich wollte gerne noch sagen, das geht ja gar nicht nur um unsere 1200 Arbeitsplätze. Die interessieren natürlich keinen großartig. Aber wenn wir nicht wirtschaftlich sind und unser Unternehmen steht, dann stehen ganz viele andere Unternehmen, da gehen ganz viele bankrott, dann gehen Straßenbauunternehmen pleite, dann gehen die Firmen um uns rum pleite. Es fliegt nicht ein Flughafen vom BER ohne unseren Sprit. Flugzeug. Da fliegt auch kein Privatjet mehr 60 Kilometer weit. Und ich vom BER. Vielen Dank für diese tatsächlich sehr offene Diskussion. Schlusswort soll bei uns Vitali Klitschko haben in dieser Runde. Paul Ronsheimer hat heute das Interview mit ihm geführt und hat die Frage gestellt, was wünschen Sie sich eigentlich, was mit Putin passiert? Mhm. Sein Wunsch ist diese Antwort. Riesiger Wunsch, die Putin oder muss gehen oder muss verschwinden oder muss zum, lieber Gott muss ihn zurücknehmen. Hm. Liebe Gott soll ihn zu sich holen, sagt Vitali Klitschko. Das war unsere Diskussion hier am Sonntagabend. Bild, die richtigen Fragen. Wir sind zurück am nächsten Sonntag.